Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von One Piece Pirate Warriors 4. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir lebenslanges Lebwohl? Nico Robin, die Frau der Finsternis mit Rang A abgeschlossen. Und nun werden wir CP9 im Angriff Lysops Ringen spielen. Ja, wir dürfen natürlich nur mit Lysop spielen. Das ist natürlich eher nicht so gut, aber okay. Bin ja mit ihm nicht so, ganz so gut. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich die letzte Aufnahmesession hatte. Deswegen hatte ich gerade nochmal das letzte Level, was wir in der letzten Folge nochmal gespielt hatten, nochmal gespielt. Und ja, ich denke mal, ich bin jetzt wieder ein bisschen drin im Kampfsystem und hoffe, dass wir hier gut was zeigen können. Ja, mittlerweile kenne ich ja die Kampftechniken von Lysop, also ich kann jetzt auch ein bisschen mehr Schaden machen, als das in der einen Quälfolge war, also schauen wir mal. Ja, leider kommt das Projekt ja nicht ganz so gut bislang bei euch an, also habt gehofft da eigentlich mit mehr Feedback von euch, aber bislang, naja. バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから連れ添った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれたのは確かだが、とにかく分かったろ。俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよ。じゃあおめえこれからどうすんだ。 行く当てがねえんなら、うちで解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味をやめても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険して、いつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさ。 いや、帰れねえよ。さっきここへ船を引き上げるとき、その船はもうダメだ。ふざけんな。メリーゴーは俺の船だ。この船はもう次の岸へすらたどり着けねえ。そうなったらもう船じゃねえんだよ。うるせえってんだよ。 全部知ってた。空島での、ある夜、俺は誰もいないはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいかもしれねえが、俺はあれは メリーゴーの化身だったんじゃねえかと思う。そりゃお兄ちゃん、クラバウターマンさ、船乗りに語り継がれる伝説の一つだ。本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精。正直そいつを見たと直接聞くのは 俺は初めてだけどよ。それじゃおめえ船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのか。そう割り切れるもんじゃ。悪いな。ノックしたんだ。Okay, dann geht's hier direkt los. Also Bedingungen, Besieger verpasst Rob Lucky eine Abreibung. Niederlage natürlich, wenn einer von den beiden stirbt. Und ja, Sieg ist logisch. Habe ich jetzt eigentlich nochmal andere Attacken? Nö, die Attacken bleiben, okay. Vielleicht werden wir da irgendwann informiert, wann wir da neue Attacken lernen. Fakt ist, es wird ein schwieriger Kampf gegen Rob Lucky. Ja.
Genau, nice. Genau, stimmt, wir können ihn ja so ein bisschen schlafen legen. Ich finde das Geräusch übrigens auch sehr lustig, wenn er da so einschläft. So, hört sich voll seltsam an. Oh, unser Schaden, den wir anrichten, ist halt super wenig. Aber jetzt können wir richtig Schaden anrichten. Auch wenn wir ihn nicht wirklich treffen. Ich frage mich überhaupt, ob wir diesen Kampf gewinnen können. Aber ich denke mal schon, dass wir ihn besiegen müssen. Es war ja auch schon beim letzten Mal so, dass wir ihn tatsächlich, dass wir Frankie besiegen mussten. Und erst dann konnten wir tatsächlich weiter. Mit dem hier. Na klar ist, das wird ein schwieriger Kampf. Besonders weil Rob Luki hier viel tankt. Also underleveled bin ich ja nicht. Man sieht ja immer das empfohlene Level. Also ich werde auch immer schon schön darauf achten, dass wir hier nicht irgendwie underleveled sind oder so. Also da werde ich im Laufe des Let's Plays natürlich darauf achten, dass wir niemals underleveled sind. Ich habe übrigens auch neue Kostüme. Es gibt, dadurch, dass ich halt Vorbesteller bin, gibt es halt neue Kostüme für Ruffy, Nami und die anderen. Aber dadurch, dass es Kostüme sind aus schon der Serie, die momentan läuft. Also das heißt, ich habe Kostüme zu Ruffy Taro. Boah, ich kassiere hier gerade super. Ich bin im Grunde genommen fast tot. Ist hier irgendwo eine Heilung? Irgendwie nicht. Alter. Weil das Problem ist, boah, bei seinen Attacken ist halt, dass sich Lysop im Grunde genommen auch selber verletzt. Alter. Also besonders bei dieser komischen Explosionskiste. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn besiegen soll, weil eigentlich dürften wir ihn nicht besiegen können. Aber bei Ruffy war es ja damals auch so. Pff, ich habe nicht mal ein Drittel und er hat mich so gut wie umgebracht. Und bei solchen schwierigen Kämpfen war es ja auch meistens so, dass es immer eine Heilung gab. Also dass da irgendwo eine Kiste rumstand. Wo man sich dann heilen konnte. Aber das ist hier bislang gar nicht. Und zwar Frankie als Supporter. So, leg dich erstmal schlafen, Bro. Er drückt halt auch ganz schön viel Schaden rein, besonders wenn er mich grabben kann. Und im Vergleich mache ich ja fast gar keinen Schaden. Weiß, die Kämpfe mit Lysop sind nicht sehr interessant. Aber das kann ich natürlich auch nichts dafür. Aber die wenigsten sind wir zumindest bei ein Drittel. Sollte ich natürlich sterben, würde es so wie immer laufen. Ich würde euch dann erst reinschneiden, wenn wir den Kampf im Grunde genommen geschafft haben. So machen wir das immer. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Noob. Und ja, klar kann ich nicht das damit immer beschwichtigen, dass ich sagen muss, ja, ich bin Noob und deswegen verliere ich hier. Aber ich glaube, wir müssen den Kampf wirklich gewinnen, so wie der Kampf jetzt momentan läuft. Besonders allein an dem Schaden, den ich hier so anrichten kann. Jetzt habe ich plötzlich, hat er plötzlich nur noch ein Drittel an Leben. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die von dem Spieler verlangen, dass man den Kampf gewinnt. Besonders, weil hier irgendwelche Explosionen auch sind, hier. Ich glaube, die sind tatsächlich von Frankie. Und die machen mir teilweise auch Schaden. Zumindest denke ich das. War da eine Heilung? Nee, ne? Nee. Sah nur so aus. Ich weiß nicht, ob diese komischen Feuerattacken da von Frankie kommen und mich deswegen schaden. Da sehe ich. Siehst du, da kriege ich irgendwie so random Feuer-Damage. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, und ich bin tot.
tot. Jetzt ist die Frage, muss ich das gewinnen? Muss ich gewinnen? Ja oder nein? Ja, okay, ich muss gewinnen. Okay, dann schneide ich euch das rein. Es ist aber auch ein bisschen lächerlich, dass es da teilweise manchmal so random Explosionen gibt und du hast keine Ahnung, was das überhaupt für Explosionen sind und woher die kommen. Teilweise habe ich das Gefühl, dass Frankie die einfach anrichtet. Ja, das ist ja super. Folge fängt ja mal richtig gerade an, lange nicht mehr aufgenommen, One Piece Pirate Warriors 4, weil ich so viele Parts auf Vorbereitung hatte. Und jetzt so plötzlich gehe ich direkt mal Game Over. Ja, supi. Fängt ja schon mal super an, aber Lusop ist als Charakter aber auch Scheiben. Boah, jetzt krepier doch einfach mal. Ist es jetzt vorbei? Ja, Leute. Boah, Alter. Was ein behinderter Kampf einfach nur. Was ein behinderter Kampf einfach nur. So ein behinderter Kampf. Allein, dass Frankie mich die ganze Zeit angegriffen hat und dass so brutal wenige Items gespawnt sind. Was ein blöder Quatsch. Also dieser Fall war richtig dumm. Also ich finde ja die Kämpfe mit Lusop richtig dämlich. Aber der Kampf ist mit Abstand der dümmste. Vor allen Dingen konnte Rob Lucky später noch fliegen. Und Lusop hat ja so eine komische Schlafattacke, damit er die Gegner schlafen legen kann. Die hat dann teilweise bei Rob Lucky nicht funktioniert, weil er denn da diese Sprungdinger da gemacht hat, die dann später Sanji ja auch noch kann. Ey, so ein Quatsch. Was für ein dämlicher Quatsch. Also die Kämpfe mit Lusop sind ja der absolute Schwachsinn, aber das ist der größte Blödsinn. So ein Bullshit einfach nur. Sorry, aber sowas regt mich einfach nur auf. お前たちをエニエスロビーに連行する。プルトンの設計図のありかについては、そこで聞こう。間もなく海列車が出る。行くぞ。 俺の知ってることを話そう。ニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺とニコ・ロビンは同様に世界を滅ぼすほどの古代兵器を呼び起こす術を持っている。世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すればこの世界は大変なことになる。 だが、ニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件に、この事件に協力し、世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりも、あの女は、お前たち6人の命を選んだんだ。よかった。ロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだ。 そうとわかりゃ考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけど、どうやって？まあ、手段なら一つだけある。出してやろう。もう一つの海列車をな。やばい。 Ist mir egal, dass ich einen B-Rang bekomme, aber der Kampf war einfach super nervig. Was für ein super nervtötender Kampf einfach noch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch mehr Kämpfe mit Lusop gibt, weil ansonsten, ey, boah. Vergesse ich mich, weil die Kämpfe sind super nervtötend, weil halt das Problem ist halt, dass Lusop halt nichts kann und ständig irgendwelchen Schaden frisst, entweder durch mit verbündeten Attacken, wie zum Beispiel von Frank, der irgendwelche Explosionsattacken einsetzt und mich dann komplett aus dem Leben nimmt. Oder Lusop setzt eine Attacke ein, mit der er sich selbst schaden kann. Danke. Die Strohhut-Piraten haben es geschafft, Enies Lobby zu erreichen. Ihr Ziel ist es, Robin und Frankie aus den Fängen der Weltregierung zu befreien. Ach, wir kriegen direkt noch die Zwischenbekanntheit. ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、司法の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。
両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗、ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーロー、ソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。Okay, es geht dann direkt gleich los, aber okay. Ich dachte, es kommt jetzt hier noch irgendwas anderes. Also ich kann euch auch mal die Outfits ganz kurz zeigen. Ach, die werden ja noch gar nichts gezeigt. Okay, dann kann ich die wahrscheinlich erst tatsächlich später verwenden. Jo, ist so. Alles klar. Ja, also in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ja, für. Ich muss natürlich noch eine kleine Anmerkung sagen. Ruffy weiß übrigens nicht, dass Soge King Lysop ist, obwohl man es an seiner Stimme erkennt und alles Mögliche. Aber Ruffy versteht mittlerweile nur nicht, dass. Er denkt einfach, Soge King ist irgendein Charakter, der einfach aufgetaucht ist. Ach ja, man sollte auch noch erwähnen, dass Ruffy gut gegessen hat. Den Grund, warum wir das jetzt. Warum ich das erwähne. Schaltet einfach die nächste Folge ein. Dann versteht ihr, was ich meine. Ja, also ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit von dieser Folge von One Piece Pirate Warriors 4. In der nächsten Folge geht's dann wahrscheinlich so langsam los mit dem Finale des Enies Lobby.